haben hier den Herrn Rederer, der schmückt gerade den Tagblattbaum. Hier im Wintermärchenwald, Herr Rederer, mit was wird denn der Baum verziert? Der Baum wird verziert mit roten Kugeln, passend zum Straubinger Tagblatt rot, und mit einer Zeitungsseite vom Straubinger Tagblatt. Seit wie vielen Jahren schmücken Sie den Baum schon für uns? Also ich schmücke den Baum schon seitdem das zum ersten Mal gemacht wurde. Ich denke, das sind jetzt 10, 15 Jahre schon. Also sind Sie Profi. Wie lange brauchen Sie ungefähr für den Baum? Für den Baum, ja, ist er nicht groß. Ich habe alles gut vorbereitet, bin ich auf eine gute Stunde fertig. Und besuchen Sie den Baum auch mal während der Vorweihnachtszeit? Ja, sicher, weil ich finde, das ist ein Wintermärchenwald immer sehr schön, vor allem die Ideen, die die Firmen haben, um sich da darzustellen.